Heute ist es wieder Zeit für das Big Picture. Heute mein Gast hier im Studio, Marco Ludescher. Ja, lieber Marco, wenn du da bist, wissen wir, es geht so um die Gemengelage komplett in der Welt. Ja, und die Märkte laufen gerade sehr gut, immer weiter nach oben. Wie sieht das Big Picture aus deiner Sicht aus? Ja, das Big Picture sieht, wenn man die Aktienkurse und die Börsenstimmung anschaut, das schaut gut aus. Wir sehen da schon ein paar Punkte, die uns da ein bisschen am sogenannten Goldilocks-Szenario zweifeln lassen. Schauen wir es uns an. Fangen wir dieses Mal an in Japan. Japan hat ja einen unglaublichen Lauf, einer der stärksten Aktienmärkte momentan. Letztes Jahr 23% plus, dieses Jahr auch schon wieder an die 20%. Was wir da als europäische Anleger beachten müssen, ist halt einfach, dass sich der Yen deutlich zu Euro und Schweizer Franken abgewertet hat. Das heißt im Klartext, unterm Strich bleibt dir dann von dieser tollen Performance auch nicht viel mehr, als wenn du in die europäischen Märkte investiert gehabt hättest. Wie kommt diese Abwertung des japanischen Yen zustande? Japan hat jahrelang Negativzinsen proklamiert, müssen sie auch bei der Staatsverschuldung, haben jetzt Anfang März beschlossen, auch mit diesem Nullzinsgebaren aufzuhören. Aktuell funktioniert es noch gut. Was man bei Japan beachten muss, und darum ist ja auch die Währung abgeschmiert, die Staatsschulden betragen da 260%. Durch dieses runtermanipulierenden Zinsen muss die Notenbank 60% dieser Staatsschulden kaufen. Das ist immens. Gleichzeitig hat man noch den Aktienmarkt unterstützt. Man kauft also als Notenbank Aktien, um auch da den Markt zu stabilisieren. Warum das nötig ist, wenn die Aktienmärkte so steigen, lassen wir mal dahingestellt. Aber so sieht es nun mal aus. Entscheidend wird sein, wie wirkt sich das aus auf die Inflation in Japan und was passiert jetzt, wenn es mit dieser Yield Curve Control, also das massive Runterdrücken der Zinsen, aufhören. Was ich mitgebracht habe, erster Chart, sehen wir hier die Entwicklung des Nikkei, das ist der Index in Japan. Was wir hier sehen können, 80er Jahre, massiver Aufschwung, die Kurve geht immer steiler nach oben. Das war da in der Zeit, wo man das Gefühl gehabt hat, ohne Japan geht nichts mehr. Japan hat die Wirtschaft dominiert, vor allem im Technologiebereich, Sony etc., Walkman. Die Immobilienpreise stiegen ins Unermessliche. Allein der Kaiserpalast in Tokio war mehr wert als der gesamte Immobilienbestand in Kalifornien. Kann passieren in sogenannten Blasen. Ja, es kam dann, wie es kommen musste. Die Blase ist geplatzt. Es ging runter. Und erst jetzt, man sieht es am Schluss hier vom Chart, haben wir nach 34 Jahren wieder das Hoch von, das müsste im 89 gewesen sein, erreicht, also nach 34 Jahren. Aber hier natürlich in japanischen Yen, also jetzt wieder, wenn wir jetzt als Schweizer Franken oder Euro-Investor, wärst du also immer noch deutlich im Minus. Zu dem Thema habe ich noch ein interessantes Zitat gefunden, ich darf hier mal ablesen. Fast 3,5 Jahrzehnte nach dem Platzen der Spekulationsblase auf dem japanischen Aktienmarkt hat der Nikkei wieder das Rekordhoch erreicht. Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und des Yens hatten Mitte der 80er Jahre einen Boom entfacht, der die Immobilien- und Aktienmärkte in nie gesehene Höhen katapultierte. Durch den Aufschwung entkoppelten sich die Börsenkurse von den Daten der Unternehmen, bis die Blase zusammenfiel. Also was haben wir da? Das ist genau diese Entkopplung, die wir im letzten Video besprochen haben. Und grundsätzlich dieser Text, die Verlinkung ist dann im Video angegeben, ist ja genau das, was wir jetzt auch sehen. Genau dasselbe macht Japan jetzt wieder. Die Europäer machen das, die USA machen das, China macht das, alle machen das. Es geht wieder nur darum, die Märkte zu pushen, um die ganze Maschinerie am Laufen zu halten.
Wie wir hier gesehen haben, irgendwann kann das halt mal in die falsche Richtung gehen und dann platzt die Blase. Ja, und ein Stichwort hast du schon gegeben. China wollen wir vielleicht noch kurz anschauen. Im letzten Video warst du nicht wirklich positiv, wenn man das mal höflich formulieren will. Hat sich die Situation geändert? Nee, in China hat sich die Situation nicht wirklich geändert. Die haben nach wie vor schwerwiegende wirtschaftliche Probleme, vor allem natürlich die geplatzte Immobilienblase. Da wurde jetzt sogar in China selber das erste Unternehmen als insolvent gewertet. Und das ist für chinesische Verhältnisse doch ein Gesichtsverlust. Also überraschend, dass sie das gemacht haben. Grundsätzlich das Immobilienproblem nach wie vor, auch wenn man jetzt da wieder versucht mit Lockerung der Kriterien, also ein Chinese darf wieder mehr als zwei Wohnungen haben, er darf wieder mehr Fremdkapital aufnehmen, alles was man vorher verschärft hat, Regelungen, um diesen Boom ein bisschen zu bremsen, weicht man jetzt wieder auf, um die Blase wieder aufzublasen. Ja, da dürfte das Kind schon in den Brunnen gefallen sein, das wird soweit nichts mehr bringen. Dann in China, das Problem ist, durch diesen langen Lockdown, den die hatten, da haben die Leute natürlich kein Geld verdient, weil da gibt es nicht so Kurzarbeitergeld oder andere soziale Leistungen, wie wir das hier oder in den USA kennen. Also die haben schlicht und einfach weniger Geld. Dann die Verluste vom Immobiliensektor, also das Harz da ein bisschen. Oder auch die Jugendarbeitslosigkeit von den 18- bis 24-Jährigen bei über 15% ist alles andere als so, wie sich das die chinesische Regierung vorstellt. Ich habe da auch einen Chart mitgebracht. Im Chart sehen wir in Blau die Entwicklung von US-Tech-Aktien, der schön nach oben geht, und im Vergleich dazu chinesische Technologieaktien, die deutlich weniger gut gelaufen sind. Sind die so viel schlechter? Ja, wahrscheinlich nicht. Verdienen sie so viel weniger Geld? Wahrscheinlich auch nicht. Da geht es wirklich darum, dass die chinesische Regierung es geschafft hat, mit ihrer Politik, mit ihren Aussagen, die ausländischen Anleger zu vergraulen. Die ziehen Geld ab, die haben Angst. Aktuell sehen wir, dass sich die chinesische Regierung auch bei den Tech-Firmen einmischt, Posten in der Firmenleitung für sich proklamiert. Und da geht es dann nicht mehr darum, marktwirtschaftliche, ja, wie soll ich das sagen, Gewinnstreben ans Maximum zu führen, sondern da geht es dann darum, die chinesische Ideologie in diese Firmen zu bringen. Und das ist natürlich nicht das, was die Anleger wollen. Die ziehen weiterhin Geld ab. Da haben wir bestimmte Risiken, haben wir gesehen bei der Immobilienblase, wo da die Anleihen nicht mehr gezahlt werden konnten, die Zinsen oder auch die Rückzahlung. Die ausländischen hat man in die Insolvenz geschickt, die chinesischen Kunden hat man mehr oder weniger gerettet. Ist natürlich ein Alarmsignal. Und was bei China auch ist, die Gefahr, dass du da so ein Russland-Szenario erleben wirst, dass es, sollte da mit Taiwan irgendwas passieren, dass dann da auch Boykotte und Verbote, so dass unterm Strich da große Verluste dann einkalkuliert werden müssen. Rein von der Bewertung her, und man sieht es im Chart, die sind so günstig, da müsste man eigentlich zugreifen. Wir denken, es gibt bessere Möglichkeiten. Kann man mal kurzfristig probieren, aber langfristig sehen wir das nicht als den Ort, wo du momentan investiert sein musst. Ja, dann schauen wir vielleicht gerade die anderen oder interessante Investitionsmöglichkeiten und Märkte auch an. Kommen wir nach Europa und in die Schweiz. Europa ist ein Thema, es läuft einfach nicht, es stockt. Der IMF gibt vor, Wachstum des Bruttosozialprodukts für Europa 0,9%. Wenn überhaupt, die USA sieht man da positiver mit 2,1%.
So sind zumindest die Vorhersagen. Realistischerweise müssen wir sagen, Deutschland und einige andere EU-Staaten sind in der Rezession. Frankreich gemäß den letzten Zahlen eigentlich auch. Das Grundproblem in Europa, die Verschuldung, die Energiekrise und die demografische Entwicklung. Und hier ist die Politik in der Pflicht, da irgendetwas Hilfreiches zu tun. Das Einzige, was wir ja momentan sehen, sind regulieren, subventionieren, Geld umverteilen. Ob das schlussendlich wirklich hilft, will ich dich zeigen. In Deutschland haben wir zum Beispiel gesehen, den Robert Habeck mit seinem, muss ich schnell nachgucken, wie heißt das, mit den Klimaschutzverträgen. Was geht es da? Man will also Unternehmen subventionieren, die sich an die grüne Ideologie halten, somit aber nicht mehr konkurrenzfähig sind auf dem Weltmarkt wegen zu hoher Produktionspreise. Und die will man jetzt so weit subventionieren, dass die Kosten haben, wie wenn sie nach, in Anführungszeichen, normalen Gegebenheiten produzieren würden, zulasten des Steuerzahlers. Nur, dieser Steuerzahler hat natürlich auch schon die Preiserhöhungen, sei das Nahrungsmittel, Strom, Benzin und weiß ich was alles, trägt er schon. Und ob man dann schlussendlich alles auf den Steuerzahler abwälzen kann, ja, das könnte schwierig werden. Also langfristig ist das nicht die Art, die eine Wirtschaft vorwärts bringt. Wir sehen es auch hier im Chart. Das ist die Industrieproduktion in Deutschland. Rot die energieintensive Produktion. Das geht eigentlich deutlich runter. Es ist einfach keine Erholung sichtbar. Auch jetzt wieder im März haben wir Zahlen gekriegt von der Gesamt-EU-Industrieproduktion. Aufs Jahr gesehen -6,1%. Im Monatsvergleich -3%, nachdem es im Januar eigentlich wieder ein bisschen stabilisieren oder ausgesehen hat, wie wenn es sich stabilisieren würde. Das ist ja somit wieder in weiter Ferne gerückt. Dann, was wir auch sehen, diese Politik vor allem in Deutschland. Es ist erstaunlich, deutsche Unternehmen zahlen aktuell eine höhere Risikoprämie für ihre Schulden als die anderen Europäer. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie es früher war. Wir sehen hier im Chart, seit Beginn vom Ukraine-Krieg geht diese Prämie gegenüber Resteuropa von -2 bis -4 Prozentpunkte auf +4 bis +6 Prozentpunkte. Das ist also ein Unterschied von 10%. Also der Markt sagt da ganz klar, deutsche Unternehmen sind gefährdet oder gefährdeter als die in Resteuropa. Wenn wir jetzt die Zahlen anschauen in Deutschland, wir haben 13,6 Milliarden Dollar an Unternehmenskrediten und Anleihen, die notleidend sind. 13 mal so viel wie in Italien zum Beispiel. Und Italien gilt ja nicht unbedingt als der geldtechnisch stabilste Vorlage oder Maßstab, wie du gesagt hast, jawohl. Wir sehen die Insolvenzen hochgehen in Deutschland, Unternehmen, aber auch auf privater Seite. Ja, dann wollen wir vielleicht auch noch kurz die Immobilien auch Europa anschauen. Da hatten wir auch im letzten Video drüber gesprochen, da warst du eher pessimistisch eingestellt. Hat sich das mittlerweile geändert? Nein, da sehen wir eigentlich die Fortsetzung der Geschichte. Monatlich fließen über 1 Milliarde Euro aus europäischen Immobilienfonds ab. Gesamtvolumen jetzt schon 10% gesunken auf 180 Milliarden Euro. Und der Kollaps des Benko-Imperiums ist da eigentlich ein klarer Hinweis, wie die Situation aussieht. Während der billigen Zinsen konnte man natürlich Immobilien zusammenkaufen. Durch die Wertsteigerung konnte man sogar bei negativer Ertragslage der Immobilien sich da über Wasser halten, was natürlich bei steigenden Zinsen dann nicht mehr möglich ist. Ich habe da auch einen Chart mitgebracht, der uns die Entwicklung der Immobilienpreise zeigt. Man sieht ganz klar,
während sich Wohnimmobilien noch einigermaßen gut halten, bei den Gewerbeimmobilien ein deutliches Minus. Die sind seit dem Hoch 22 16,5% gesunken in Deutschland, nachdem sie vorher von 2010 bis 2022 50 oder rund 55% gestiegen sind. Was wir auch sehen, ist, dass die Immobilienprobleme in den USA auf die europäischen Banken rüberschlagen. Da haben wir zum Beispiel die Arealbank, die wegen notleidender Kredite im US-Gewerbeimmobilienbereich ihre Abschreibungen vervierfachen mussten. Die Deutsche Pfandbriefbank, auch die im US-Immobilienmarkt investiert, Dividende gestrichen, Rückstellungen 210 bis 215 Millionen Euro. Man sieht es auch hier im Chart bei diesen AT1-Anleihen. So ein ähnliches Bild, wie wir damals bei der Credit Suisse gesehen haben. Vielleicht hier noch zur Erklärung, was sind diese AT1-Anleihen? Das sind die Anleihen Festzins, zahlen einen höheren Coupon, aber sollte das Unternehmen in Richtung Insolvenz gehen, werden diese Gelder sofort dem Eigenkapital des Unternehmens zugeschlagen. Das war ja damals der große Ärger bei der Credit Suisse. Und die Kurse hier bei Deutsche Pfandbriefbank und Areal, ja, zeigen schon deutlich nach unten. Also da ist schon Unruhe am Markt. Dann haben wir beispielsweise noch von der LEG Immobilienfirma in Deutschland am 11.03.24 die Zahlen erhalten. Verlust für 23 1,56 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte man noch knapp 240 Millionen Gewinn gemacht. Die mussten ihr Immobilienportfolio um fast 12% abwerten, so kommen dann solche Abschreibungen zustande. Ja, auch Vonovia, der größte Immobilienbetreiber in Europa, musste, wann war das, Montag, glaube ich, 6,5 Milliarden Euro abschreiben, haben aber trotzdem 1,5 Milliarden Gewinn gemacht. Gut, die Abschreibungen drücken da rein, also, aber es ist schon ein Hinweis, was mit den Immobilien los ist. Zusammengefasst kann man sagen, Deutschland, Japan, Großbritannien, Rezession, China, wahrscheinlich in der Deflation, auch wenn uns die Regierung was anderes verkaufen will. Frankreich, haben wir auch kurz angesprochen, läuft nicht. Das Einzige, was noch läuft, ist die USA. Ja, USA wäre so das nächste Stichpunkt wahrscheinlich. Ja. Europa haben wir weitestgehend angeschaut. USA, ja, läuft nach wie vor sehr gut. Letztes Interview im Herbst warst du eher schon auf der Seite Gewinne mitnehmen. Seitdem ist es natürlich noch weiter gestiegen, muss man ganz klar so sagen. Sind wir jetzt oben oder nimmst du die Aussage von damals zurück? Nee, da bleiben wir dabei. Und es ist wirklich erstaunlich, wie die Märkte da angestiegen sind. Da kommen wir gar noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Aktuell sehen wir eine Forward Price Earning Ratio für amerikanische Aktien bei den 10 größten Unternehmen von über 40. Eine neutrale Bewertung wäre so bei 15, also jetzt sind wir bei 40. Einfach mal, um einen Vergleich herzustellen, beim Platzen der Dotcom-Bubble im Jahr 2000 war diese Forward Earning Ratio bei 26, jetzt sind wir bei 40. Die 30% größten Unternehmen in den USA sind bei über 30. Also da ist sehr viel Optimismus eingepreist. Ob das so berechtigt ist, das wird die Zukunft weisen. Und was wir natürlich sagen müssen, die Magnificent Seven, die haben es wieder gerissen. Durch KI-Euphorie sind die hochgestiegen, auch wenn aus diesen sieben aktuell eigentlich nur noch vier sind. Das wollte ich Google, sagen. Apple und Tesla, können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, haben da ein paar interne Probleme. Auch hier habe ich einen Chart mitgebracht, der diese Outperformance zeigt. Man sieht in weiß die Entwicklung der Magnificent Seven und in blau der Gesamtmarkt und in rosa, würde ich sagen, ist das, sieht man die nicht zu dem Magnificent Seven gehören. Ja, das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied.
Und wir haben gesagt, eher mal Gewinne mitnehmen. Da bleibe ich auch nach wie vor dabei, weil es schadet nichts, wenn du mal Gewinne mitnimmst. Dein Grundinvestment ist ja immer noch investiert. Und wir haben ja auch gesagt beim letzten Interview, Aktien musst du nach wie vor halten. Solange die Gemengenlage so aussieht, musst du die Aktien halten. Der Grund, warum das im Oktober letzten Jahres so gedreht hat, da sehe ich eigentlich einen Grund, und das waren die Inflationszahlen für September, die im Oktober gemeldet wurden. Erwartet hat man so 3,8% Inflation in den USA, das kam dann rein mit 3,2%. Natürlich alle Freude gehabt, juhui, Inflation sinkt, somit kann man die Zinsen senken und die Party kann weitergehen. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, gab es da vor allem eine Komponente, die für diesen Rückgang der Inflation Berechnung gesorgt hat, ja, sagen wir so. Und zwar die Krankenversicherungsbeiträge. Die hat man minus gerechnet. Obwohl die 22 und 23 je 16% gestiegen sind, also ein deutlicher Anstieg. Jetzt hat man aber bei der Berechnung der Inflation gedacht, ja gut, dann nehmen wir halt nicht diese Preissteigerungen, sondern wir nehmen die Gewinne der Krankenversicherer selber als Maßstab. Und die Gewinne der Versicherer sind gesunken um 30%. So. Anstatt dass wir einen Anstieg der Inflation gesehen haben, gab es also eine tiefere Bewertung. Alle haben sich gefreut und die Märkte euphorisch, es geht nach oben. Der zweite Schub haben wir dann im Dezember gesehen bei der Konferenz vom Notenbankchef Jerome Powell, der da plötzlich aus dem Nichts von Zinssenkungen redet. Man habe darüber gesprochen, wurde zwar nachher von den anderen Mitgliedern des Notenbankausschusses abgemildert, aber der Schaden ist schon entstanden. Der Markt hat sofort 6 bis 7 Zinssenkungen eingepreist. Juhui, Kredite werden günstiger, dann können wir wieder mehr investieren. Märkte gingen hoch und ja, aktuell, gestern hatten wir eine Notenbanksitzung, Zinsen unverändert. Powell hat aber wieder davon geredet, dass Zinssenkungen Ende oder bis Ende Jahr getätigt werden würden. Ob es noch so kommt, das müssen wir dann sehen. Grundsätzlich muss man sagen, auch vom Buffett Indicator, das ist vom Star Investor, Warren Buffett, da der Indikator, wie sind die Aktienmärkte bewertet, sind wir aktuell bei 180. Beim Platzen der Dotcom-Blase waren wir bei 130. Was heißt das? Die US-Börsen sind mit 180% zum BIP der USA bewertet. Also auch hier sehen wir eine sportliche Bewertung. Ja, und dann kommt es zwangsläufig zu der Frage, wenn du sagst, dass alles überbewertet ist, insbesondere wahrscheinlich natürlich auch die Tech-Titel, von denen wir schon gesprochen haben. Ja, ist das eine Blase? Ja, meiner Meinung nach sehen wir zumindest die Bildung einer Blase. Ich habe da auch einen wirklich sehr interessanten Chart mitgebracht. Wir sehen hier die Marktkapitalisierung von Alphabet, Microsoft und Apple. Gegenübergestellt die Marktgewichtung sämtlicher europäischen Aktien, die sind gleich hoch. Also 3 Aktien in den USA sind so viel wert wie der gesamte Aktienmarkt in Europa. Ist natürlich schon, ja, wie soll man sagen, sehr optimistisch. Fragt sich auch, ob das auf die Länge so haltbar ist. Grundsätzlich, wie kann das überhaupt passieren? Die Gewichtung dieser 10 oder sagen wir 20 größten US-Aktien, die ist so hoch, dass wenn du als Anleger heutzutage einfach ein globales Investment machen willst und du kaufst ein MSCI World, dann kaufst du dir aktuell automatisch mit über 25% diese Aktien ins Depot. Die USA hat 60% Anteil an der Gewichtung in diesem MSCI World. Ja, kommen wir zurück auf den ersten Graphen mit Japan. So etwas sahen wir schon mal, dass man gedacht hat, ein Land
geht da vorne weg und lässt alle anderen hinter sich. Das hat sich dann irgendwann auskorrigiert. Also du kaufst mit 60% schon mal den US-Markt und da sind diese großen Aktien wiederum mit 40% gewichtet. Also da bist du automatisch investiert, auch wenn du eigentlich ein weltweites Depot wolltest. Und so werden diese Gewichtungen nach oben getrieben und die Aktien auch weiter da oben gehalten. Heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn das mal dreht, dann übt das auch auf den Gesamtmarkt Druck aus, ist ganz klar. Dann habe ich noch einen interessanten Chart von Tavi Costa mitgebracht, der auch um dieses Thema geht. Man sieht hier die Marktkapitalisierung von Microsoft gegenübergestellt die Marktgewichtung der im S&P 500 gelisteten Energieproduzenten in den USA. Microsoft mit 3,1 Billionen Dollar, der Energiesektor mit 1,6 Billionen Dollar. Also das Doppelte Microsoft. Bei den Free Cashflows sieht es anders aus. Da haben wir Microsoft mit 67 Milliarden und den Energiesektor auch das Doppelte hier, aber in die andere Richtung mit über 130 Milliarden. Also das sind schon so Hinweise, wo du dich dann irgendwann fragen musst, ja, macht das noch Sinn? Da ist so viel Zukunft eingepreist. Soll ich jetzt lieber eine Microsoft kaufen? Oder wäre es, wenn wir jetzt diesen Chart schauen, nicht fast schon intelligenter und wirtschaftlich empfehlbar, um die Energieproduzenten zu kaufen? Gut, da haben wir wieder ein anderes Thema mit grüner Energie, aber das lassen wir jetzt mal weg. Dann Nvidia. Der absolute Highflyer, der von dieser KI-Manie profitiert. Die Aktie stand im Herbst 2022 bei 110 Dollar, war vor ein paar Tagen knapp unter 1000 Dollar. Allein dieses Jahr plus 70%. Nvidia stellt diese Chips her, die es für diese Supercomputer braucht, damit diese KI überhaupt laufen kann. Also sie machen die Pläne dafür und verkaufen die, hergestellt werden die von Taiwan Semiconductor. Also allein schon das, dass die Herstellung nicht selber machen, ist eigentlich schon gefährlich für ein Unternehmen, weil da könnte Know-how mal durchsickern. Habe ich einen Chart mitgebracht, der die Entwicklung von Nvidia zeigt, sieht man hier in rosa, gegenübergestellt Cisco Systems, das war der Highflyer in der Internetblase. Ja, dort kommen, ja. Cisco Systems hat die Router hergestellt, die damals überhaupt erst den Zugang ins Internet übers Telefon ermöglicht haben. Man hat gedacht, wow, Cisco Systems, beste Firma der Welt, ohne die geht gar nichts mehr. Ja, irgendwann waren einfach halt die Bewertung so hoch, dass die Erdanziehungskraft wieder die Aktie zum Boden gezogen hat. Heißt nicht, dass Nvidia auch so abstürzen muss. Ja, ich bleibe dabei, Gewinne mitnehmen. Auf so einem Niveau kann sicher nicht schaden. Anstelle von Cisco Systems könnte man da auch eine Deutsche Telekom nehmen, die ja da damals auf den Markt kam und mit diesem Internetpipe von 10 auf 110 Euro gestiegen ist. Die ging dann runter auf 6 Euro. Aktuell sind wir bei knapp 20 Euro, aber die hat immer gute Dividenden bezahlt. Also von dem, aber eben weit unter dem Höchstkurs, wer damals gekauft hat, ist immer noch im Minus. Wir können auch andere Blasen als Beispiel nehmen, ob das die Cannabis-Aktien sind, die Solarmodule-Hersteller damals oder Wasserstoff. Das gibt es immer wieder, diese Blasen, und das Schlussresultat ist dann meistens dasselbe, nur du weißt eben nicht, wann ist diese Blase vorbei. Ne? Und darum wieder ab und zu mal Gewinne mitnehmen, kann nicht schaden. Vor allem da natürlich, wenn irgendwo ein gutes Geschäft machbar ist, dann kommen die Konkurrenten und wollen auch etwas von dem Markt. Und das wird irgendwann kommen. AMD ist zum Beispiel dran, Intel. Und auch die Chinesen sagen, ja, brauchen wir nicht mehr, diese Chips können wir jetzt selber herstellen, weil die ja wegen dem
Wirtschaftskrieg mit den USA eh nur die B-Titel oder B-Chips gekriegt haben, um die ein bisschen einzubremsen. Haben wir auch bei Tesla gesehen. Tesla dachte man, ja, das wird den Autobau revolutionieren. Es gibt nur noch Tesla. Dieses Moment ist ein bisschen verloren gegangen. Warum? Ja, schlicht und einfach auch andere können Elektroautos bauen. Also da kommt die Konkurrenz vielleicht sogar besser. Ich weiß es nicht. Zumindest günstiger. Was man das, so sieht hier. Das ist so. Tesla musste mit den Preisen runter. Schauen wir uns an. Im Chart sehen wir Tesla Marktkapitalisierung 660 Milliarden. In Englisch sind das Billions, darum steht da ein B, Milliarden. Und die 10 anderen größten Autohersteller der Welt ähnlich. Wenn wir uns jetzt aber das Einkommen einsehen, die Revenues, die Einnahmen der Firma, sehen wir bei Tesla 28 Milliarden und bei den 10 anderen 1300 Milliarden. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist es wirklich gegeben, dass Tesla so viel wert ist? Meiner Meinung nach nein. Wir sehen, Tesla musste mit den Preisen runter, um überhaupt noch die Absatzzahlen halten zu können. Im Januar hat Tesla in Südkorea ein einziges Fahrzeug verkauft. Ich meine, Südkorea hat auch 40 Millionen Einwohner, also nicht so viel. Also da kann man eigentlich zumachen bei einem verkauften Auto. Oder auch in Deutschland knapp 3.150 Autos verkauft im Januar Tesla. Ein Minus von 25% zum Januar des Vorjahres. Ja, es wird sich zeigen, ob diese Marktkapitalisierung haltbar ist, aber es zeigt einfach, es wird Konkurrenz kommen, man wird denen den Markt nicht überlassen. Und was bei Tesla noch zu sagen ist im Hinblick auf KI, Tesla hat schon für 2017 dieses selbstfahrende Auto versprochen, mit einem Autopiloten. Und erklärt, man könne ja dann das Auto, während man schläft, arbeiten gehen als Taxi. Und so noch ein Nebeneinkommen haben, hat nicht funktioniert, würde ich vermuten mit KI. Klar, Zukunftsaussichten sind super, aber bis das wirklich dann monetär, Umsatz, gewinnbringend dauert sicher noch, an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht werden kann, wird das noch ein bisschen dauern. Also da rechnen wir schon auch mit Rückschlägen. Ja, und wenn wir jetzt sehr stark die Tech-Werte angeschaut haben und auch von der Blasenbildung oder auch Blase sprechen, wollen wir vielleicht auch den Rest von Amerika in Aktien noch anschauen. Ja, gemäß Jerome Powell gestern in seiner Rede sieht das eigentlich gut aus. Wir werden keine Soft Landing haben, also keinen Einbruch der wirtschaftlichen Tätigkeit. Inflation seiner Meinung nach wird sinken und somit eben könnte man dann die Zinsen senken. Was wir hier im Chart, den ich mitgebracht habe, erkennen können in Rot, das ist die Entwicklung der Frühindikatoren. Das sind so wie Bestellungseingänge oder Aufbau der Warenlager etc. Die gehen also deutlich nach unten. Auch hier sehen wir, was wir im letzten Video besprochen haben, diese Entkoppelung. Schwarz sehen wir die Entwicklung des S&P 500, der ist aber unterdessen höher. Das ist eine 2 Monate alte Grafik. Was wir in diesem Chart ganz klar sehen, ist, immer wenn die rote Linie, also eben diese Frühindikatoren, stark runtergehen, gibt es so einen grauen Balken, was eine Rezession darstellt im Chart. Und ja, von dem her, also die Frühindikatoren zeigen da ein nicht ganz so optimistisches Bild. Lassen Sie uns noch mal so ausdrücken. Die USA profitiert natürlich von den Bidenomics, diesem Wirtschaftsprogramm von Präsident Biden, diesem Inflation Reduction Act, wo massiv Geld in die Wirtschaft gepresst wird. Hat natürlich den Nachteil, dass du dir einen Haufen Schulden einsammelst. Die USA haben es also tatsächlich fertiggebracht, seit Februar 20 die Schulden von 23,4 Billionen Dollar auf aktuell 34,4 Billionen Dollar anzuheben.
allein in den ersten zwei Monaten des Jahres kamen schon wieder über 400 Milliarden dazu. Aktuell sind wir im Trend 100 Tage, 1 Billion Dollar Schulden. Und die musste dann natürlich bezahlen, die Zinsen dafür. Sehen wir im nächsten Chart, wie das hochgeht. Aktuell muss die USA 1 Billion, 1000 Milliarden für Zinszahlungen ausgeben. Wenn wir jetzt zurückdenken, die Wirtschaftsministerin Frau Yellen hat, ich glaube, das war 22, gesagt, Schulden machen ist kein Problem, weil es kostet ja nichts. Da werden wir jetzt eines Besseren belehrt. Und gemäß Projektion der Regierung sind wir da bald bei 3000 Milliarden Dollar Zinszahlungen. Und was da noch dazu kommt, aktuell ist ja die Verzinsung der Schulden der USA ca. bei 3%. Dieses Jahr müssen 10 Billionen Dollar Schulden umgeschichtet werden. Rückzahlung nicht möglich. Gleichzeitig kommen, würde ich mal schätzen, 3 Billionen dazu. Und wo sind die Zinsen aktuell? Bei keiner Laufzeit unter 4%. Also das dürfte schon allein aus dem Grund, dass die Verzinsung ansteigen wird, auf 1,3, 1,4 Billionen Dollar hochgehen. Und wir sehen schon jetzt, 63% der Einkommensteuer in den USA wird für die Zahlung der Zinsen auf die Schulden benötigt. 63%. Gut, jetzt könnte man als Optimist sagen, ja gut, die kriegen ja noch andere Steuern von Unternehmen oder Abgaben, Gebühren, Zölle, was weiß ich, was da noch dazu kommt. Ja, aber 63% der Einkommenssteuer, das ist natürlich schon eine massive Hausnummer. Und wenn wir gerade bei den Unternehmenssteuern sind, Beispiel Tesla, die haben in den letzten Jahren 2,5 Milliarden an ihre Führungsriege an Entlöhnung gezahlt, aber null Steuern. Somit wird auch klar, warum Präsident Biden die Unternehmenssteuer hochheben möchte auf 28%. Da muss irgendwoher muss da Geld kommen, weil mehr Ausgaben und weniger Einnahmen, das ist selten eine gute Mischung. Während der Kandidat für die US-Wahl, der Donald Trump, schon von Steuererleichterungen spricht für Unternehmen. Also das dürfte interessant werden. Und vielleicht nochmal als Vergleich: USA 1000 Milliarden Dollar Zinszahlungen, Deutschland sind wir bei 36 Milliarden und der Wert der Wirtschaft ist ungefähr ein Sechstel das BIP, das Deutschland auf die Waage bringt. Also 36 zu 1000 Milliarden, da sieht man schon, wo die Probleme herkommen. Ja, und bisher war es ja in Amerika immer so, dass vor allem die Dienstleistungsbranche oder das Dienstleistungsgewerbe die Wirtschaft insgesamt gestützt hat. Ist das weiterhin so aus deiner Sicht? Ja, es ist erstaunlich. Der US-Konsument, der zeigt sich erstaunlich resilient. Man ist optimistisch, man glaubt da den Versprechungen von Regierungen und Notenbanken, dass alles so sein wird wie früher. Das heißt quasi null Zinskosten, gratis Geld für Kredite. Man geht da also hin und beleiht die Immobilie, die im Wert steigt, weiter und haut das Geld raus. Man reizt die Kreditkarte bis zum geht nicht mehr aus, bis der Brief kommt, Karte gesperrt. Da gibt es aber auch schon die... Dann wird eine neue Karte gemacht. Oder so, ja. Oder eben man geht auf dieses neue Buy Now, Pay Later, also kaufe jetzt und zahle später. Ganz ohne Prüfung kannst du da auch wieder im Laden drüber eine neue Jacke kaufen für 200 Dollar und die Zahlung dann auf die nächsten 1-2 Jahre verschieben. Ob das immer so gut geht, ja, das wird man dann sehen. Grundsätzlich im vierten Quartal die Schulden der Privaten in den USA auch um 212 Milliarden Dollar gestiegen. Insgesamt sind wir da jetzt auch bei 17,5 Billionen Dollar. Bei einem BIP in den USA von um die 27 Billionen Dollar. Also das ist massiv. Also auch hier steuern wir auf die 1000 Milliarden Zinszahlungen zu. Und ja, das muss zuerst bezahlt werden. Und von dem her, das dürfte schon schwierig werden. Und
grundsätzlich in den USA, auch wenn uns die Vertreter von den Regierungen und Notenbanken erzählen, es läuft so gut, wir sehen, die Entlassungen sind im Ansteigen, während übrigens der Staat Leute einstellt, ne, vor allem Steuerbehörde wird massiv eingestellt, interessant. Dann haben wir in den USA nach wie vor das Problem im Bankensektor. Da lief ja vorletzte Woche dieses Rettungsprogramm aus, mit dem man da die strauchenden Banken gerettet hat. Im letzten März war das ein großes Thema mit diesen 4 Bankenpleiten. Ist jetzt ausgelaufen. Ob sich da alle so weit gesunden konnten, das wird dann die Zukunft zeigen. Einfach hier so als kleine Randnotiz, die Bank of America, die größte Bank in Amerika, hat fürs vierte Quartal, glaube ich, war das nicht realisierte Verluste von 131 Milliarden Dollar. Nicht realisierte Verluste, also das muss ich erst mal hinbringen. Also erstaunlich, wie gut sich der US-Sektor hält. Dann in den USA nach wie vor diese Gewerbeimmobilien, eine Riesengeschichte. Vor allem die kleinen Regionalbanken sind hier betroffen, die haben da 60% Marktanteil. Und wir sehen im Chart 20% Leerstand. Und bei den gestiegenen Zinsen, und du hast 20% Leerstand in deiner Gewerbeimmobilie, dass das dann unterm Strich kein positives Endergebnis gibt für den Halter dieser Immobilien. Ja, das leuchtet ein. Ich habe da auch wieder 2 Beispiele mitgebracht. Das Xerox-Gebäude in Washington D.C. wurde im Dezember, war es glaube ich, noch für 25 Millionen Dollar verkauft. Kaufpreis 2011 145 Millionen Dollar. Und wir wissen ja, die Preise sind in der Zwischenzeit deutlich gestiegen. Also das würde mich nicht überraschen, wenn der bei über 200 Millionen Dollar in der Bilanz stand, noch im Jahr 2020. Oder wir haben gesehen, dieser kanadische Pensionsfonds, der eine Beteiligung an einer Gewerbeimmobilie in Manhattan, New York, von 29% hat der abgestoßen für einen US-Dollar. Damalige Investition, wann war das? Im 21. Die Investition war 71 Millionen Dollar, abgestoßen zu einem Dollar. Ja, da sieht man dann schon, wie da Druck auf dem Markt ist. Wir haben auch schon gesehen, kürzlich diese New York Community Bank, die eigentlich kaputt war, die wurde dann gerettet von Privatinvestoren. Was ich wiederum gut finde, weil so soll es ja auch sein. Es kann nicht sein, dass der Staat mit Steuergeldern da die Banken rettet, jederzeit, die sich verspekuliert haben. Hier haben sich ein paar private Investoren zusammengeschlossen und 1 Milliarde in diese Bank reingeschossen, um die zu retten. Scheint geklappt zu haben. Jetzt haben die wieder ein bisschen Puffer. Die Frage wird sein, was kommt da noch? Und auch hier spielen natürlich die Zinsen eine wichtige Rolle, wie die zukünftige Entwicklung ist. Deshalb, die USA kann sich eigentlich keine höheren Zinsen leisten. Dann kommen wir noch zu den Wahlen in diesem Jahr. Das dürfte natürlich auch noch Bewegung geben. Ich habe da ein paar Punkte rausgeschrieben. Die beiden Kandidaten, eins haben wir schon angesprochen mit den Unternehmenssteuern. Biden will erhöhen, Trump runter. Dann hat Kandidat Trump schon angekündigt, Zölle, massiv Zölle einzuführen. Das geht natürlich dann vor allem gegen China und Europa. Also man will da die einheimische Wirtschaft schützen. Also so viel zum Thema freie Marktwirtschaft. Trump hat es da vor allem auf die chinesischen Autobauer abgesehen, die da jetzt in Mexiko Firmen bauen, Fabriken bauen, um den amerikanischen Markt zu überschwemmen. Grundsätzlich sehen wir, ja, jetzt schon Eskalation in diesem Wirtschaftskrieg USA-China. Neuestes Beispiel da TikTok. Das ist so eine chinesische App, wo man auch so kleine Filmchen drüber laufen lassen kann. Da haben jetzt die Amerikaner gesagt, die chinesischen Halter dieser Firma, die müssen verkaufen. Da sagen die Chinesen natürlich, ja, sonst geht's noch.
Ja, das wird schwieriger. Auch Apple hatte da Probleme. Also China hat eigentlich ganz klar gesagt, sie wünschen nicht, dass ihre Bürger Apple benutzen, Spionage. Und wenn China das sagt, dann ist das eigentlich nicht nur ein Wunsch, das ist quasi schon eine Aufforderung. Man sieht es auch an den Zahlen bei Apple. Mit ein Grund, warum Apple momentan nicht mehr zu den Magnificent Seven gehört, haben wir vorher besprochen. Und generell das geopolitische Risiko ist viel höher, als es zurzeit an den Märkten eingeschätzt wird. Ich meine nur die Schießereien da wieder an der chinesisch-indischen Grenze, also Taiwan lassen wir jetzt gerade mal weg, aber auch Indien, also die haben schon länger Theater, also die mögen sie nicht so. Sind zwar zusammen in dem BRICS, in diesem BRICS-Verbund, aber da nehmen die Spannungen zu, dann im Roten Meer, da müssen die Schiffe umgeleitet werden, was wiederum die Preise nach oben drückt. Also hier haben wir wieder potenzielle Inflation. Und grundsätzlich, die Firmen heben eher die Preise wieder an. Also ich denke eher, wir haben es tief Inflation gesehen, außer es kommt eine deutliche Korrektur der Wirtschaft nach unten, das heißt eine Wirtschaftsabschwächung, dann dürfte auch die Rezession runtergehen. Ja, und vielleicht abschließend noch, wir haben sehr viel über die amerikanischen Aktien gesprochen. Du sagtest nach wie vor eher mal Gewinne mitnehmen, Tech werde eher schon an der Blase. Ja, hast du uns vielleicht auch ein Thema noch mitgebracht, wo du jetzt sagen könntest, das ist vielleicht jetzt interessant? Ja, also wir haben ja schon des Öfteren gesagt, dass uns die Rohstoffe gefallen, hier insbesondere Gold. Jetzt habe ich hier einen Chart mitgebracht, der zeigt goldig die Entwicklung des Goldpreises, wobei die ist guten Monat alt, die Grafik. Aktuell haben wir New Highs gesehen beim Gold bei... Aktuell sind wir bei 2160 Dollar rund. Was uns aber diese Grafik zeigt, ist blau das Volumen der Gold-ETFs, das heißt von Privatanlegern, die über ETFs Gold halten, ist deutlich gesunken. Und trotzdem ist der Goldpreis so hochgeschossen. Wie kann das sein? Zum einen, warum gingen diese ETF-Bestände runter? Ja, die Anleger. Alle Bitcoin, oder? Gehen ja. Die alle Bitcoin, oder? Ja. Wahrscheinlich. Zumindest zum Teil. Oder eben in Nvidia oder Microsoft oder Apple. Tech ist sehr beliebt. Man verspricht sich da mehr Ertrag. Sagt sich, ja, Gold langweilig, kommt nichts dabei rüber. Gehe ich lieber in was Spekulativeres. Warum hat sich der Goldpreis gehalten? Vor allem die BRICS-Staaten oder anders gesagt, alle, die eigentlich nicht zum Westen gehören, diese Staaten kaufen massiv Gold. Und das ist genau das, was dieser Chart hier aussagt. Warum kaufen die Gold? Zum einen wollen die von der Dominanz von der USA weg. Wir haben ja in Russland gesehen, die hat man beim Einmarsch in die Ukraine mal kurz aus dem SWIFT-System geknickt. Also von den Geldströmen der Welt abgeschnitten. Die mussten da alles neu organisieren und dieses Risiko wollen eben diese Staaten nicht, weil denen ihr Ziel, das ist ein offenes Geheimnis, ist es, sich vom US-Dollar als Reservewährung loszusagen, was wiederum den Amerikanern nicht gefällt. Somit würde man denen einen Grund liefern, die rauszukicken aus diesem SWIFT-System. Die machen das ein bisschen schlauer als... Ja, nehmen wir als Beispiel wieder der Herr Habeck, der gefühlt zuerst in Deutschland alle Stromproduzenten abschaltet und dann guckt, wo kriege ich jetzt den Strom her oder die Energie. Die machen das schlauer, die kaufen zuerst massiv Gold. Und wenn sie genug Gold haben, sagen die, okay, wir machen eine neue Währung mit Goldstandard oder zumindest teilweise mit Gold gedeckt, euren US-Dollar brauchen wir nicht mehr. Und für uns im Westen, wo Gold momentan nicht so eine große Rolle spielt, heißt es dann, ja gut, entweder liefere ich Gold oder ich kriege da die Waren nicht mehr. Also wir sehen weiterhin Potenzial bei Gold. Vor allem, haben wir vorher angesprochen, mit diesen geopolitischen Spannungen, die da weltweit herrschen. Da bleiben wir dabei, ist für uns ein Core-Investment, also sollte in jedem Depot drin sein, rein schon als Stabilisator. Und ja, Gold hat bewiesen, du hast mit einem Klumpen Gold in die Fingernagelgröße vor 2000 Jahren ein schönes Herrengewand gekriegt und heute kriegst du auch für so ein Goldstückchen einen schönen Hugo Boss Anzug.
Gold ist eine Möglichkeit, die Kaufkraft zu erhalten. Wie du schon gesagt hast, nicht so sexy wie Bitcoin, aber ja. Hat man da als Anleger eine treue Seele. Hat man da als Anleger nicht trotzdem auch, oder muss man als Anleger vielleicht andersrum gefragt, nicht auch noch die Währung ein bisschen im Auge behalten? Weil notiert meistens nicht in Schweizer Franken oder notiert nicht in Schweizer Franken. Ist das ein Thema, das die Leute dann auch interessiert, wenn sie in Gold investieren? Oder geht es tatsächlich nur um die Assetklasse? Ist eine gute Frage. Was hat das mit der Währung zu tun? Unserer Meinung nach ist Gold, auch Silber, ist eine eigene Währung. Und wenn wir sehen, Gold steigt zum Dollar oder zum Euro oder zum Franken, dann heißt es ja nicht, dass das Gold mehr wert ist, sondern eigentlich verlieren diese Währungen an Kaufkraft. Und wie wir vorher ausgeführt haben, vor allem USA mit dieser Schuldenorgie, wo massive Währungsabwertungen à la Japan drohen könnten, weil irgendwann sagt der Sparer, ob das jetzt der amerikanische Private ist oder die ausländische Notenbank, was soll ich denen ihre Währung kaufen? Die drucken mehr Scheine als je zuvor. Und wir betrachten Gold selber als Währung, älteste Währung der Welt, gibt es seit 5.000, 6.000 Jahren, Silber auch. Und die älteste Währung, so wie wir das kennen, die noch in der Reinform dasteht, das ist der Schweizer Franken und die ist um die 170 Jahre, würde ich jetzt sagen, aus dem Kopf. Die das, weißt du Währung. Sicher, also, das weißt du sicher besser als ich. Also da vertraue ich dann schon mehr Gold als irgendeiner Währung, weil Währung kann man auf Knopfdruck herstellen. Dollar, Euro, Pfund, Gold, das muss man erst suchen, finden und dann mühsam aus dem Stein rauslösen. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank wieder für deine Ausführung. Sehr ausführlich das Big Picture. Herzlichen Dank. Wir sehen uns allerspätestens in einem halben Jahr wieder. Gerne. Dankeschön, Marco. Danke auch.